Hallo meine Lieben, ich bekomme immer wieder Fragen zu Schablonen, ne? Von wegen, welche Schablone verwende ich für was, was für Material kann ich verwenden, um Schablonen zu machen, was muss ich speziell dabei beachten, und deshalb dachte ich, ich stelle euch das alles mal in einem Video zusammen. Es gibt schon einzelne Videos, die findet ihr auf meinem Kanal, aber heute mir mal so einen Rundumschlag zu dem Thema Schablonen. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Heute geht es, wie gesagt, um das Arbeiten mit Schablonen. Ich habe da schon sehr viele Videos gemacht, die ihr auf meinem Kanal findet, zum Thema Schablonieren mit unterschiedlichen Materialien. Aber aufgrund der Fragen dachte ich mir, es macht sehr wahrscheinlich Sinn, wenn ich euch da einfach mal einen Überblick gebe. Ich werde euch das Ganze anhand von Bildern erklären, die ich aber aus meinen Videos rausgenommen habe. Das heißt, ich werde da auch immer oben in der Ecke das Video dazu verlinken. Das heißt, ihr könnt dann da rein, wenn ihr da noch mehr sehen wollt oder sehen wollt, wie das konkret dann funktioniert. Dann werde ich euch ein bisschen was zu den Hilfsmitteln erzählen und dann machen wir aber auch noch gleich zwei Beispiele, wo ich das zeige, wie ich die Schablonen zum Beispiel eben fürs Airbrushen verwende. Jetzt gucken wir zuerst einmal an, mit welchen Materialien ich jeweils arbeite. Ich habe hier diese blaue und diese beige. Die beige, das ist ein Oracle Mask 810. Ich habe da eine Riesenrolle, einfach weil ich das schon sehr oft verwende. Und dann habe ich neu auch diese hier, die blaue. Das ist die Polymask 288. Vor- und Nachteile zeige ich euch noch. Das sind die, die ich jeweils zum Schablonieren, zum Beispiel auf Holz oder auf Glas, verwende. Und eben Details zeige ich euch noch. Das sind diese beiden. Dann Vinylfolie ist auch etwas, was ich oft zum Schablonieren verwende. Ich habe hier auch eine größere Rolle in Grau, weil ich die immer zum eben Schablonieren verwende. Dann von Silhouette habe ich dieses Stencil Material, mit dem arbeite ich super, super, super gerne. Da würde ich auch nicht wechseln, die ist wirklich Hammer. Für was für Folien zeige ich euch nachher. Dann wird es ein paar überraschen, ich habe auch Flexfolie auf dem Tisch, weiße. Wäre für Schablonieren noch besser, wenn die durchsichtig wäre, kriege ich bei mir irgendwie nirgends, habe ich nirgends gesehen. Von dem her verwende ich die weiße. Und dann habe ich hier auch noch die von Icon Art auf dem Tisch, die ihr so fertig auch kaufen könnt in den Läden, sind relativ teuer. Oder eben ihr könnt sowas auch selber machen. Das ist eine Folie, die quasi, man hat euch den Schritt schon weg abgenommen, was man normal beim Aufbereiten von solchen Sieben macht, diese blaue Emulsion, die drauf kommt. Die ist, wenn ihr das bekommt, schon drauf und dann macht ihr mit Belichtung, nehmt ihr quasi da, wo die Farbe dann durch soll, wird es quasi belichtet, dass das ringsherum aushärtet, aber nicht da, wo die Farbe durch soll. Das heißt, hier dahinter ist ein Sieb drauf. Ne? Das ist auch eine Variante. Das ist so eine Kurzübersicht, was ich in der Regel als Schablonen verwende. Und wir gehen jetzt wirklich auf die einzelnen drauf ein. Das Erste, was wichtig ist, mit was für ein Motiv ihr arbeiten wollt. Das ist maßgeblich dafür, was ihr für eine Schablone verwendet. Die erste Variante ist, wenn ihr ein Design habt, wo alles quasi an der Schablone hängen bleibt. Also diese Blumen, ihr seht, alles, was ausgeschnitten ist, ist umrahmt und diese Umrahmung hängt überall zusammen. Also da sind keine losen Teile irgendwo innen drin. Das ist die eine Art von Schablonen. Die nächste Variante ist, dass ihr zwar ein Element habt, wo es Innenteile hat. Hier oben haben wir zum Beispiel den Kreis. Wenn ich den jetzt aus derselben Schablonenfolie ausschneiden würde, dann würde der einfach rausfallen. Genau dasselbe wie die Innenteile der E's, hier oben beim R. Das sind alles Elemente,
wenn ich die dann einfach so schneiden würde, ihr seht hier, ich habe den Kreis einzeln in der Hand, das würde so zum Schablonieren nicht wirklich funktionieren. Und da habt ihr die Möglichkeit, dass ihr das anpasst mit dem Programm, wo ihr arbeitet, fürs Plotten, dass ihr einfach solche kleinen Balken einfügt und dadurch die Innenteile, die sonst rausfallen würden, mit dem Außenbereich der Schablone verbindet. Dasselbe hier mit den E's, wo ich quasi das Design einfach unterbreche, diesen Buchstaben, damit ich es dann ausschneiden kann, respektive mit dem Hintergrund verbinden kann und die Innenteile somit an der Außenfolie hängen bleiben. Im Unterschied sieht es dann so aus, ne? So war es, bevor ich das Ganze angepasst habe. Ich habe auch noch eine Schriftart gewählt, die sich ein bisschen mehr eignet für Schablonieren, die ein bisschen breiter ist. Und eben hier seht ihr diese E's, die hängen jetzt am Außenbereich dran, auch hier der Innenteil von diesem oberen Teil des Ankers, auch da hängt es zusammen. Das ist eine Möglichkeit, das heißt, ihr nehmt ein Design, was eigentlich nicht so zum Schablonieren geeignet wäre und passt es einfach an, dass alle Innenteile trotzdem irgendwie an der Außenschablone hängen bleiben. Die dritte Variante ist das, dass ihr, wenn ihr auf ein hartes Material, wie zum Beispiel hier jetzt beim Holz, dass ihr das aus einer Schablonierfolie, aus einer dünnen, ausschneidet und dann das entgittert, was ihr quasi auf dem Holzbrett haben wollt und das dann mit einer Übertragungsfolie auf das Holz auftragt, so dass euch diese Innenteile nicht verloren gehen. Und dadurch, dass diese Folie klebt, könnt ihr das auch auf das Material drauf machen und das so als Schablone verwenden. Ne, das ist die dritte Variante. Das heißt, die erste Variante, Teile, die wirklich zusammenhängen. Zweite Variante, dass ich etwas nehme, was eigentlich so nicht zusammenhängt, aber ich das dann mit Verbindungsbalken zusammenhänge. Oder das dritte, solche Designs, wo gar nichts zusammenhält oder wo die Elemente nicht zusammenhängen und die ich dann aber mit einer Klebefolie als Schablonierfolie verwende. Wir gehen auch gleich auf das erste Beispiel ein. Das war das, wo ich euch vorhin die große Rolle gezeigt habe. Diese Folie von Oracle, die Oa Mask 810. Und wie gesagt, die verwende ich sehr gerne, um Holzschilder zum Beispiel da ein Design aufzubringen. Und die eignet sich deshalb so gut, weil sie extrem dünn ist und deshalb auch den kleinen Unebenheiten, was das Holz per se hat, die kann damit relativ gut umgehen. Und wenn ihr euch das anguckt, die ist super, super dünn und hat auch wirklich eine gute Klebekraft. Was ich hier allerdings jeweils mache, ist, dass ich habe das Schild weiß bemalt, ne, grundiert, und ich gehe immer zuerst mit der Farbe, mit der ich das Schild angefärbt habe, gehe ich da über die Schablone drüber und erst dann gehe ich mit der eigentlichen Farbe drüber. Warum mache ich das? Das Thema ist, trotzdem, dass die so gut klebt und relativ flexibel ist, kann es sein, dass es nicht komplett abschließt mit dem Holz. Und wenn das passiert, dann läuft euch die Farbe unter die Schablone und dann habt ihr keine sauberen Kanten. Und deshalb mache ich das hier so, das heißt die weiße Farbe, da kann es auch sein, dass da ein bisschen runterläuft, aber da das die Farbe von dem Schild ist, sieht man das nachher nicht. Und die nächste Farbe, die drüber geht, läuft nicht mehr drunter, weil das mit diesem Weiß jetzt eigentlich schon verschlossen ist. Das geht nicht nur auf angefärbte Schilder, sondern das könnt ihr auch, ne, wenn ihr ein Schild habt, wo ihr das nur gebeizt habt, dann könnt ihr da, wenn ihr das nachher mit Lack noch abschließt, könnt ihr das auch mit Lack machen, ne? Dann würdet ihr das eben zuerst beizen, trocknen lassen natürlich, dann die Maskierfolie drauf, dann geht ihr zuerst mit ein klein bisschen Lack drüber, einfach um diese Kanten zu verschließen und erst dann würdet ihr zum Beispiel dann mit Weiß drüber gehen und natürlich, wenn der Lack schon angetrocknet ist, ne, mit der weißen Farbe drüber. Und auch so werden diese kleinen Lücken verschlossen. Vom Vorgehen her nur ganz kurz, ne, ihr würdet ja da was ausplotten draus, dann
würdet ihr das entgittern, was ihr hier schreiben wollt. Dann geht ihr mit einer Übertragungsfolie drauf und löst hinten die Trägerfolie. Ne? Das hier nur so ein Papier mit Plastik beschichtet. Das würdet ihr ablösen. Dann geht ihr mit dem Ganzen auf eben das Holz drauf. Und dann, wenn ihr das schön festgestrichen habt, könnt ihr die Übertragungsfolie wieder abziehen. So einfach funktioniert das. Und wenn ihr dann fertig seid und die Farbe angetrocknet ist, könnt ihr dann diese Folie abziehen. Und diese einzelnen Innenteile könnt ihr dann ganz einfach mit einem Entgitterungstool ablösen. Und nur um euch das zu zeigen, wie super filigran ihr hier arbeiten könnt. Ne? Also diese Schlaufe zum Beispiel vom S. Ihr seht, wie groß mein Finger ist und dann wie breit diese Schlaufe ist. Also da kriegt ihr, wenn ihr es so macht, wie ich es erklärt habe mit dem Grundieren, kriegt ihr super schöne, scharfe Kanten hin und könnt da auch wirklich relativ filigran arbeiten. Ein anderes Beispiel, was ich mit der blauen Folie gezeigt hatte, mit der Polymask 288, waren diese Ostergläser. Auch diese Folie, da kurz einen der Hasen, auch diese Folie ist super dünn, ne? Und eignet sich deshalb wunderbar zum Schablonieren. Auch die hat eine sehr gute Klebekraft. Und da die auch auf so einer Trägerfolie liegt, funktioniert das eigentlich genau gleich. Wenn ihr größere Elemente habt, die zusammenhängend sind, könnt ihr das natürlich auch ohne Übertragungsfolie machen. Und dann seht ihr auch, ne, wenn ich das alles eingefärbt habe, ziehe ich die Folie einfach weg. Und da kriegt ihr schon extrem schöne Kanten hin. Und das funktioniert also nicht nur mit Holz, sondern eben auch mit Glas. Dann habe ich den Hasen auch noch schabloniert und das Endergebnis sah dann so aus. Ne? Auch das eine Variante. Was hier halt das Thema ist, ne, die verwendet ihr einmal und dann könnt ihr sie nicht wiederverwenden. Das ist so ein bisschen der Nachteil, aber eben gerade so für Holzschilder oder auf Glas verwende ich die schon sehr, sehr gerne. Eine weitere Folie, die ich sehr gerne verwende, ist die Schablonierfolie von Silhouette. Und ihr seht das hier auch, ne? Ich habe da wirklich ganz viele davon und arbeite wirklich super gerne damit. Und von der Dicke her seht ihr, dass die durchaus robuster ist, ne? Die klebt nicht. Ich glaube, es gibt eine von Silhouette, die klebt. Aber was ich mache, wenn ich das irgendwo auftragen will, wo ich will, dass es klebt, damit mir da wirklich nichts drunter läuft, mit Farbe zum Beispiel, dann habt ihr auch die Möglichkeit, dass ihr das mit einem Post-it-Spray besprüht. Dann haftet das auch und das kann man nachher wieder abwischen. Das heißt, ihr könnt die gebrauchen und dann einfach wieder waschen und dann fürs nächste Projekt gebrauchen. Was bei der halt ist, ne, das ist eben für Designs geeignet, dadurch, dass die nicht haftet, die an der Folie bleiben und nicht so, wo ihr zum Beispiel beim Buchstaben bei E's und so Innenbereiche habt, oder ihr könnt hier auch so wirklich eine Stencil-Schrift, eine Schablonenschrift verwenden, wo per se das E hier in der drinne dranhängt und das nicht durchgehend geschnitten wird. Das funktioniert relativ gut damit. Ich verwende diese Folie extrem gerne fürs Karten basteln, um zum Beispiel Hintergründe zu gestalten oder auch um Torten mit der Airbrush-Pistole zu dekorieren oder auch Cookies dekorieren. Dafür sind die wirklich super. Was ich zum Beispiel bei Karten jeweils mache, ist einfach an meiner Karte einen Klebestreifen, der nach oben guckt, also die Klebeseite guckt jetzt nach oben, dann kann ich ganz einfach diese Schablone drauf kleben und dann gehe ich mit solchen Bürsten, gehe ich mit der Farbe hier mit einer Distress Ink, geht auch mit Oxide Ink zum Beispiel von Ranger,
Die sind super für solche Karten, Hintergründe. Und dann könnt ihr das Ganze auswerben. Und ihr seht auch, ne, wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr die einfach wieder auswaschen und die fürs nächste Mal verwenden. Und ich finde halt die Karten, ne, die man damit gestalten kann, diese Hintergründe, finde ich absolut super. Anderes Beispiel hier, diese Blumen. Habe ich auch eine Schablone geschnitten. Hier eben mit der Distress Oxide Ink, auch wieder mit dem Pinsel einfach die Bereiche, die frei liegen, quasi mit dem Pinsel angefärbt. Und dann kriegt ihr eben auch wunderbare Effekte hin. Dieses Beispiel wollte ich euch zeigen. Ihr könnt die Schablonen natürlich auch, also ihr könnt auch Designs machen, wo ihr stapelt. Ne? Hier habe ich zum Beispiel zwei Schablonen, das heißt eins, wo alles ausgeschnitten ist mit dem Schriftzug und eins, wo das, dieses Muster oder diese Silhouette mit Punkten gefüllt ist und der Bommel frei liegt. Und wenn man das dann verwendet, dann habt ihr hier eben cool eine Grundfarbe, hier rosa und dann bin ich mit so einem Lila drüber und hier hellblau und dunkelblau, habt ihr diesen coolen Punkte-Effekt. Und das Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe, von wegen mit Farbe zu arbeiten, das war jetzt eine, wo ich das Ganze mit 3M-Spray hinten besprüht habe, also die Schablone, und dadurch sind mir dann die Farben auch nicht drunter gelaufen. Es hat wirklich super gut funktioniert. Das heißt, diese Folie eignet sich super für Designs, wo ihr keine losen Innenteile habt. Und das Schöne daran ist halt eben auch, dass sie wieder verwendbar ist. Mit der Folie werden wir nachher auch noch ein Beispiel machen, damit ihr das dann auch noch seht. Das nächste Thema ist die Vinylfolie, welche ich zum Schablonieren verwende. Und das ist wirklich eine ganz normale Vinylfolie, die ihr auch sonst zum Plotten verwendet, wenn ich es denn runterkriegen würde. Die ist dann auch schon ein bisschen dicker als die anderen, aber als die Maskierfolie, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Aber was die hat, die klebt extrem gut. Und deshalb verwende ich die extrem gerne für den Siebdruck. Und ihr seht, ihr kriegt da wirklich super Sachen hin. Also was ich da mache, ist einfach eben das Motiv ausplotten, seitenverkehrt. Dann entgittere ich alles, was ich nachher als Druck haben will. Die Folie ist grau, das was weiß ist, ist schon entgittert. Dann mache ich das Ganze auf eine Übertragungsfolie, löse die Trägerfolie von der Vinylfolie, so dass das Design jetzt wirklich auf der Übertragungsfolie klebt. Dann kann ich das Ganze hinten ans Sieb kleben, mit dem Raken natürlich feststreichen, dass das wirklich gut dran hängt. Und dann kommt der Teil, der nicht immer ganz einfach ist, nämlich die Übertragungsfolie zu lösen, so dass die Vinylfolie an eurem Sieb klebt. Es hilft hier, wenn ihr das macht und da Schwierigkeiten damit habt, wenn ihr die Übertragungsfolie, bevor ihr die auf die Vinylfolie klebt, dass ihr das zuerst einmal auf eure Kleidung klebt, dann sind nämlich so kleine Fasern dran und dann haftet die ein bisschen weniger gut und lässt sich dann bei diesem Schritt einfacher wieder ablösen. Dann könnt ihr den äußeren Rand mit Malerkrepp einfach abkleben. Und dann geht es eigentlich auch schon an den Siebdruck. Das heißt, ihr könnt mit Siebdruckfarbe dann das Sieb quasi abziehen. Und dann kriegt ihr hier wirklich coole Motive. Das Schöne ist halt bei der, dass ich da wirklich mehrere Drucke hintereinander machen kann. Ich kann so 20, 30 Drucke einfach eins nach dem anderen bedrucken und erst wenn ich das dann auswasche, löst sich quasi die Vinylfolie vom Sieb. Es muss halt relativ zügig gehen, weil die Farbe nicht im Sieb drin eintrocknen darf, weil sonst kriegt ihr auch keine schönen Kanten hin. Aber das seht ihr wirklich alles im Detailvideo, wo ich das euch zeige. Das heißt, mehrmal verwendbar, aber nicht wieder verwendbar. Ne? Hier auch gleich noch ein zweites Beispiel, wo ich das gemacht habe. Auch wieder, ihr seht, seitenverkehrt, ne? Die Schrift, alles entgittert, hier, was jetzt weiß ist, das ist alles weg. Dann das Ganze auf die Übertragungsfolie übertragen, dann
das aufs Sieb geklebt und dann die Übertragungsfolie ablösen. So funktioniert es. Und hier seht ihr auch schon eines der Hilfstools, die ich euch nachher zeige. Nämlich für den Siebdruck ist es wirklich ratsam, wenn man das öfters macht, dass man so eine kleine Vorrichtung hat, wo man das Sieb immer wieder heben kann und auch nochmal nachdrucken kann. Und hier habe ich das tatsächlich auch mit, ich habe hier vier Tischsets bedruckt. Und das hat wirklich super funktioniert und ihr seht auch, hier könnt ihr relativ filigran gehen, wenn man zum Beispiel den Punkt beim Ausrufezeichen anguckt. Das ist schon relativ dünn, funktioniert wirklich gut. Beim Siebdruck könnt ihr nicht nur mit einer Farbe arbeiten, sondern ihr könnt auch mehrfarbig drucken. Wenn man jetzt nicht eine riesen Druckvorrichtung hat, ne? Es gibt so Maschinen, wo ihr verschiedene Stationen habt. Haben wir in der Regel nicht, aber was ihr machen könnt, ihr könnt so, indem ihr im Design kleine Viereckchen reinmacht, könnt ihr das erste quasi auf den Screen machen, das drucken und diese Ecken, da habe ich einfach so kleine Papierstücke drunter geklebt und dadurch wusste ich dann aufgrund von diesen Vierecken, wo ich das zweite Element, was ich dann in hellblau bedruckt habe, wo ich das Sieb platzieren muss, weil diese Viereckchen, da musste ich einfach die genau wieder treffen. Das ist eine Möglichkeit. Das heißt, ihr könnt ihr auch mehrfarbig gehen. Ja, sieht dann so aus und eben auch hier könnt ihr das natürlich mehrmals drucken. Also ich finde die Ergebnisse schon sehr cool. Was ihr natürlich machen müsst, wenn ihr Siebdruck macht, ihr müsst die Farbe nachher noch festigen, zum Beispiel mit einer Easy Press. Es geht auch mit einem Bügeleisen, geht ein bisschen länger, aber auch das funktioniert. Das heißt, eine Vinylfolie, wirklich super für den Siebdruck, ist halt einfach, ihr könnt es mehrmals verwenden, aber eben nicht wiederverwenden. Das heißt, wenn es ausgewaschen ist, kann man es dann nicht nochmal verwenden. Jetzt kommen wir noch zu einer Variante, die zwar, wenn es gebraucht ist, nicht wirklich schön aussieht nachher, das Sieb, aber es ist absolut wiederverwendbar. Und was ich gemacht habe, das ist ein ganz normales Sieb hier, ne, so ein Marabu-Sieb. Was ich gemacht habe, ist hier Flexfolie mit dem Hitzetool drauf gemacht. Dadurch, die haftet jetzt, ne, die kommt nicht wieder runter und kann dadurch immer wiederverwendet werden. Das heißt, ich habe das Ganze ausgeplottet, entgittert, auf ein das Kissen, dahinter ein Backtrennpapier, damit das, was dann nachher klebt, nicht an meinem Kissen kleben bleibt und bin dann einfach mit der Mini-Heatpress drauf. Das Beispiel hier, das werde ich euch nachher auch noch in einer Variante zeigen. Und dann könnt ihr das ganz normal eben auch mit der Siebdruckfarbe verwenden und auch das gibt super schöne Resultate. Das Coole ist an der Variante, dass ihr diesen Prozess von wegen Übertragungsfolie ablösen. Das ist hier wesentlich einfacher, weil wir ziehen die erst ab, wenn wir das hier mit Hitze draufgebracht haben. Dann kann man das wunderbar einfach diese durchsichtige Plastikfolie einfach abziehen und das hält. Das heißt, es ist wesentlich einfacher, das draufzubringen. Und das Schöne ist eben halt, ich kann es wiederverwenden, ne? Ein anderer Vorteil von dem Ganzen ist auch, dass ich noch filigraner gehen kann, weil ich das eben quasi die Flexfolie lässt sich immer so ein bisschen einfacher entgittern und eben ich habe da nicht das Problem, wenn ich dann die Übertragungsfolie abziehe, sich das da die Innenteile auch gleich wieder mitlösen, sondern das bleibt dann alles schön drauf. Von dem her denke ich da, das geht eigentlich noch einfacher für filigrane Motive. Und ihr seht eben auch hier, ne, der Innenbereich des A's ist drin. Also da könnt ihr eben auch mit Motiven arbeiten, die, wenn ihr mit der, ne, mit dieser Folie arbeiten würdet, dann würden ja diese ganzen Innenteile rausfallen. Das ist bei der Variante eben halt eben nicht das Thema. Aber wie gesagt, wir gucken uns nachher dazu noch ein Beispiel an. Und die letzte Folie, die ich euch noch zeigen wollte, ist eben die von Iconart. Wenn ihr da dieses Starter-Kit kauft, dann bekommt ihr ein Set an dieser Schablonierfolie, bekommt ihr mit.
und dann eben auch eine Belichtungseinheit, weil was ihr hier machen müsst, also der Prozess ist ein bisschen schwieriger als die anderen Sachen, die ich euch gezeigt habe. Ihr müsst es zuerst ausdrucken, das Motiv, was ihr haben wollt, mit Schwarz, ne? Und da gibt es solche für Inkjet-Printer und da gibt es solche für Laserprinter. Das sind unterschiedliche Folien. Ich habe beides ausprobiert, das seht ihr auch in dem Video, wo ich euch das gezeigt habe. Und dann müsst ihr das, was ihr ausgedruckt habt, nehmt ihr und macht da quasi ein Sandwich. Das heißt, ihr nehmt diese blaue Schablonierfolie, legt das schwarze Design oder das, was ihr ausgedruckt habt, drauf und dann müsst ihr das mit UV-Licht belichten. Und was da passiert ist, dass alles, was nicht durch das Schwarz geblockt ist, wird gehärtet und alles, was durch das Schwarz geblockt ist, wird eben nicht gehärtet. Ist wirklich ein bisschen ein heikler Prozess, weil ihr dürft es auch nicht bei Licht machen, sondern das muss dann wirklich nicht dunkel sein, weil diese blaue Emulsion, die da drauf ist, die ist halt lichtsensitiv. Ne? Und wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr das sofort auch auswaschen. Und was dann passiert, ist eben alles, was weich geblieben ist, alles, was unter dieser schwarzen Tinte quasi liegt, bleibt ja weich, weil es nicht ausgehärtet wird. Und das kann man dann auswaschen. Das heißt, an den Stellen ist dann nur noch das Sieb, aber nicht mehr die blaue Emulsion, die drauf ist. Ringsherum ist die blaue Emulsion ausgehärtet und dadurch kann man das dann eben als Schablone verwenden. Ich habe jetzt hier relativ große Designs, das geht natürlich auch kleiner und eben, das könnt ihr nicht nur, der Siebdruck geht ja nicht nur auf Textilien, sondern Siebdruck könnt ihr auch auf harte Untergründe machen. Und da hatte ich eben auch ein Beispiel gezeigt, wo ich das einerseits mit einem Hitzelappen und dann mit einem Brettchen gemacht habe. Bei der Variante muss man halt einfach sagen, dieses Starter-Kit ist nicht billig. Ne? Das rentiert wirklich nur, wenn ihr das oft macht. Es ist aber auch so, dass diese Folien, wenn man die kauft, ne, diese blauen Folien, die kann man ja auch an diversen Orten kaufen mit vorgefertigten Motiven. Die sind auch schon relativ teuer. Also da müsst ihr mal so ein bisschen gucken, wollt ihr die sehr, sehr oft anwenden, weil sie sind eben auch wiederverwendbar, weil nach der Verwendung kann man die einfach auswaschen. Dann rentiert es, aber wenn ihr das wirklich selten verwendet oder wenn ihr auch nicht so die Geduld habt, weil es ist ein bisschen tricky, diese Schablonen herzustellen, dann würde ich vielleicht sagen, nehmt dann doch eine der vorherigen Varianten, die ich euch gezeigt habe. Das Schöne hierbei ist halt, es sind jetzt relativ große Designs, aber eben ihr könnt schon sehr filigran gehen und es sind halt eben auch hier Designs möglich, wo diese Innenteile bei einer Schablonierfolie, bei der jetzt, die würden ausgeschnitten und dann wäre das hier dann alles eine weiße Fläche. Also ne, da ist es wirklich auch super eben für die Motive, die dann solche Innenräume, dass die dann eben nicht rausfliegen, sondern die hängen jetzt an diesem Sieb dran. Das waren die fünf Varianten, die ich verwende zum Schablonieren. Und jetzt wollte ich euch noch einiges zu den Hilfsmitteln zeigen. Hier mit der Schablonierfolie, ne, diese von Oracle und die Polymaske heißt die, glaube ich. Dazu, um die zu übertragen, hilft es, wenn ihr eine Übertragungsfolie habt. Klar könnt ihr da auch andere verwenden. Ich habe halt einfach die gerne. Die ist fast so ein bisschen wie ein Malerkrepp. Haftet nicht ganz so stark wie zum Beispiel jetzt die durchsichtige von Cricut. Deshalb arbeite ich sehr gerne damit. Die hier, das ist das Dumme, dass ich kann euch echt nicht sagen, wo ihr den Deutschland herkriegt, weil ich bestelle die bei blutterfolien.ch und die liefern nur in der Schweiz. Aber vielleicht findet ihr die irgendwo, also die kann ich wirklich absolut empfehlen. Und dann eben zum Aufbringen sind solche Stupser immer nicht schlecht, damit ihr nicht mit einem Pinsel drüber streichen müsst und so Gefahr läuft, dass die Farbe ihr die quasi unter die Schablone schiebt, sondern es geht einfacher, wenn man das jeweils tupft und dazu sind solche Tupfer sehr gut geeignet.
Dann das, wo ich euch gezeigt habe, ne, dieses Stencil Material von Silhouette für die. Da eignet sich wunderbar, um eben die Stempelfarbe auf die Karte zu übertragen, wenn ihr solche Pinsel habt. Ich nehme da immer so einen pro Farbgruppe. Das heißt, ich verwende jetzt nicht einen für Blau und dann das nächste Mal für Gelb. Man kann die reinigen, aber ich finde es ein bisschen angenehmer, wenn ich wirklich so, ich habe einen für Gelb, für die hellen Farben zum Beispiel, und den verwende ich dann auch immer wieder dafür. Und ja, die sind wirklich super, weil sie eben nicht zu starr sind, die Farbe auch gut annehmen und dann ich das auch super aufs Papier übertragen kann. Und die gibt es dann auch noch in einer größeren Variante. Auch das, ne, sind diese Pinsel. Dann für den Siebdruck, das wird ein bisschen schwierig, ich kann es nicht ganz aufs Bild draufbringen, ist diese Vorrichtung, wo ihr den Siebdruckrahmen quasi da reinklemmen könnt, den dann zum Reinigen auch wieder rausnehmen könnt. Aber das Schöne ist halt einfach, ich kann den anheben, gucken, ob mein Druck gut geworden ist, und wenn nicht, kann ich den wieder runter machen. Und dadurch, dass das verankert ist, bleibt das immer auf derselben Stelle. So kann ich auch nachdrucken, wenn irgendwo noch zu wenig Farbe drauf ist. Also das kann ich wirklich empfehlen. Das sind eigentlich nur die beiden Manschetten, die ich gekauft habe. Und das ist einfach so ein Restbrett, was ich im Baumarkt gekauft habe. 5 Franken oder so. Also, ne, das ist hilfreich. Was ich gemacht habe, ist hinten noch Plastiknoppen dran, damit mir das auf dem Tisch dann nicht verrutscht. Ein weiteres Element, was hilfreich ist, ist so eine Magnetmatte, weil ich kann hier, diese Magnete haften schon sehr gut. Das heißt, ich kann da auch eine Karte drunter machen, dann das mit dem Magneten festmachen und dann kann ich quasi so arbeiten und das verrutscht hier dann auch nicht, ne? Also das hält wirklich gut da drauf. Und das eben nicht nur mit den Schablonen, sondern wenn ihr eben das Beispiel, was ich euch noch zeigen werde nachher, ist, dass ihr mit Flexfolie eben auf das Sieb drauf könnt. Das ist dasselbe Prinzip wie das, was ich euch gezeigt habe, nur dass das hier einen Rahmen drum hat, aber ihr könnt es auch machen ohne Rahmen. Und wenn ihr die dann verwenden könnt, könnt ihr eben auch hier das befestigen, also natürlich das, was ihr bedrucken wollt, drunter, und könnt so immer noch dann, zum Beispiel wenn ihr mit Farbe drauf arbeitet, das schön abziehen und das hält hier fest, ne? Das ist eine super Sache. Wenn ihr zum Beispiel Cookies bedrucken wollt, mit Magneten arbeiten, das geht auch. Ich habe jetzt hier nur 2, aber da könnt ihr natürlich auch stapeln und dadurch auch eine Höhe generieren, dass dann das Ganze nicht mehr flach unten liegt, sondern je nachdem, wie hoch ihr gehen wollt. Sind jetzt bei mir nicht die schönsten Magnete, aber da findet ihr vielleicht solche, die beschichtet sind, wo es ein bisschen schöner funktioniert, aber ne, die kann man dann halt einfach stapeln. Und ich denke gerade, ich habe so eine Frage bekommen von wegen um Ohrringe zu produzieren und die eben zu schablonieren. Da kann ich mir vorstellen, dass das hilfreich ist. Oder die einfache Variante ist hier so ein Cookie-Rahmen, wo ihr eine Schablone, ich muss mal gucken, ob ich eine habe, die groß genug ist. Dann könnt ihr eure Schablone nehmen, das kurz beiseite, die da drauflegen, und beide Teile haben Magnete in den Ecken und dadurch wird eure Schablone eingeklemmt. Und ne, das haftet dann super und die ist auf beiden Seiten, ist die unterschiedlich hoch. Das heißt, abhängig davon, wie hoch euer Element ist, könnt ihr so das dann verwenden, um zum Beispiel mit der Airbrush-Pistole zu arbeiten oder auch, na, bei solchen Stencils könnt ihr ja auch eben
bei mir jetzt mit Cookie das Icing quasi drüber ziehen und so ein Muster auf die Cookies draufbringen. Aber eben, ich denke auch, diese Vorrichtung kann durchaus auch bei anderen Sachen hilfreich sein, nicht nur für Cookies. Das ist eine Option. Und wie gesagt, diese Variante und diese Variante, da machen wir jetzt auch noch ein Beispiel, dass ihr das auch seht und auch in der Anwendung seht. Ich habe die Designs auch schon vorbereitet, und zwar haben wir ja hier, das ist 15 cm hoch und breit, und das war für mich ausschlaggebend. Das heißt, ich habe zuerst ein Quadrat eingefügt, 15 an 15 cm. Und dann habe ich einfach in der Mitte ganz viele Herzen, kleine Herzen gemacht, und die sind wirklich nur 0,5 cm groß, ne? Also die sind wirklich super klein, und habe die einfach angeordnet, weil es geht darum, ich will eine Schablone machen für Cookies und da brauche ich gar nicht so eine große Fläche. Das heißt, ich habe hier eine Fläche von 8 cm gefüllt. Und dann habe ich das einfach alles markiert und dann bei Aktivitäten habe ich beschneiden das ausgewählt und dann die beiden Ebenen, die es zusätzlich erstellt, die obersten, die könnt ihr löschen, so dass ihr wirklich nur noch die Schablone habt, wo die Herzen ausgeschnitten sind. Das ist das erste Design. Ich habe natürlich das getestet, immer, ne, wenn ihr neues Material verwendet, testet da zuerst, was ihr für Einstellungen braucht. Ich habe bei mir auf der Schneidematte, weiter passt so, vom Material her habe ich mir ein Stencil-Material angelegt, und zwar hat das einen Druck von 350 und dann beim Messer nicht das normale Messer ausgewählt, sondern das Deepoint Blade, ne? Dieses schwarze hier ausgewählt, und das werde ich auch verwenden. Zudem habe ich hier beim Druck nicht Standard ausgewählt, sondern mehr. Und damit funktioniert es bei mir ziemlich gut, dass ich solche Stencils schneiden kann. Und genau das werde ich jetzt machen. Es hat jetzt ein Momentchen gedauert, aber es sind ja auch sehr viele Herzen. Ihr seht es noch nicht mal. Jetzt mache ich hier was, weil wenn ich jetzt das löse, also ich kann mal den äußeren Rahmen einfach, dass ihr seht, das hat es wirklich super geschnitten. Das können wir für ein anderes Projekt verwenden. Aber wenn ich den jetzt anhebe, dann sind diese ganzen kleinen Herzchen hier, bleiben dann auf der Matte, und das ist immer extrem mühsam, das runterzukriegen. Deshalb mache ich hier einfach ein Stück Übertragungsfolie drauf. In der Hoffnung, dass das alles mitkommt. Nicht ganz, aber fast. Müssen wir den Rest noch mit dem Schaber runterholen. So, dann haben wir jetzt hier ganz viele kleine Herzchen, und wenn ich jetzt die Schablone, also die Übertragungsfolie, löse, biege die hier kurz so ein bisschen, damit sich die Herzen möglichst gut lösen. Eigentlich ganz süß, diese kleinen Dinge. Einfach ein bisschen Chaos. Kann man sogar behalten, für eine kleine Shaker-Karte zu machen, ne? Aber ihr seht, wie super filigran das hier geschnitten hat. Und so kann ich die jetzt wunderbar hier einfach in mein Tool reinmachen, drauf machen und das so verwenden. Ne? Und zwar eben von beiden Seiten, weil bei den Herzen spielt es jetzt nicht so eine Rolle.
Die sind ja von beiden Seiten gleich und hier ist es ein bisschen höher, hier ein bisschen tiefer, also je nachdem, für was ich es brauche, ne, kann ich eine der beiden Seiten nähen. Das sehen wir nachher noch gleich, weil das, da werde ich ein Beispiel damit machen. Dann habe ich ein zweites Design, auch hier habe ich wieder diese 15 x 15 cm genommen und dann habe ich hier eine Silhouette von einem Santa. Das habe ich aus den Designs heraus, findet ihr ganz einfach da. Dann kann ich die beiden markieren und bearbeiten und ausrichten, sagen, und zwar zentriert. Und auch hier kann ich dann das beschneiden und das oberste Bild löschen, das zweitoberste Bild löschen, so dass wir nur noch die Schablone haben. Und so kann ich das auch schon herstellen. Und hier verwende ich die Einstellung für das Everyday Iron-On. Jetzt muss ich noch das Messer wechseln, weil dafür verwende ich wieder das normale Messer. Da verwende ich, wie gesagt, weiße Vinylfolie oder Flexfolie, nicht Vinylfolie, weiße Flexfolie. Das heißt, die ihr verwendet, um das auf eure Textilien aufzubringen. You were always taking time, baby. Jetzt können wir das noch kurz entgittern und ich habe hier für mich so ein neues Tool gefunden. Finde ich ganz cool, weil manchmal sieht man ja nicht, ne, wo muss ich das jetzt genau entgittern. Und da gibt es die, ne, das hat vorne ein Licht dran. Und dadurch sehe ich das auch besser, wo ich entgittern muss. Und dran denken, ne, jetzt müsst ihr das wegnehmen, was ihr nachher gedruckt haben wollt, ne? Jetzt bei dem relativ gut, weil das alles aneinander hing. Respektive, wir haben ja noch den Rahmen. Ne? Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe eben meine Flexfolie, ich habe ein Stück Sieb, das ist, ich glaube, das jeweils am Meter. Und da habe ich mir einfach ein Stück ausgeschnitten, was groß genug ist, damit das hier drauf passt. Es also, muss nicht schön geschnitten sein, wir schneiden das nachher noch zurecht. Und dann habe ich Backtrennpapier, und zwar so, dass ich dann Sandwich draus machen kann, meine Hitzematte und die Mini-Heatpress. Die habe ich auf die zweite Stufe eingestellt. Und als erstes mache ich das kurz, das hat hier so eine Falte drin, die will ich nicht haben. Da bügele ich das einfach kurz, damit das hier alles schön gerade ist. So, jetzt Backtrennpapier drunter, extrem wichtig, weil wir pressen das jetzt quasi wie auf ein T-Shirt, aber dadurch, dass das hier nur ein Sieb ist, würde der Kleber drunter gehen und dann habt ihr das auf der Hitzematte drauf. Das wollt ihr natürlich nicht haben. Und jetzt natürlich hier die Übertragungsfolie oder diese Trägerschicht muss oben liegen. Und so können wir das auf das Sieb drauf legen. Ist mittig. So, und ich mache da einfach nochmal ein Backtrennpapier drüber. Und jetzt bringe ich das quasi auf wie auf ein T-Shirt. Versucht da nicht zu lange auf einer Stelle zu bleiben, damit mir der Stoff vom Sieb dann auch nicht kaputt geht. Drückt da nicht fest drauf, ne? Ich fahre quasi nur drüber. Dann könnte ich mal schon gucken, ob man das ablösen kann. Nee. Noch nicht. Das hat sich jetzt schon lösen lassen. Jetzt lege ich nochmal das Backtrennpapier drüber und gehe da nochmal drüber, einfach um sicher zu sein, dass das wirklich gut drauf fest sitzt.
Weil wir wollen ja auch, wenn wir es nachher später nach dem Gebrauch auswaschen, dass das auch auf dem Netz drauf bleibt, ne? Oder auf dem Sieb. Autschi, Achtung, heiß. Man sieht es auf der Rückseite jeweils auch so, wo der Kleber sich verflüssigt hat und mit dem Netz verbunden. Und ich habe das Gefühl, auf der Seite hier war das noch nicht so ganz. Gehen wir da nochmal drüber. Und dann könnt ihr entlang des Rahmens das auch ausschneiden. Oder ihr könnt es auch stehen lassen, ne? Je nachdem, wie es einfacher für euch geht. Mal gucken. Ich kann das jetzt hier so reinlegen. Dass das schön auf dem Rahmen liegt. Noch so ein bisschen dran zu ziehen. Sitzt nicht ganz so fest wie jetzt, wenn ich das auf einen Siebrahmen drauf mache, aber fürs Airbrushen wird das durchaus funktionieren. Ne? Weil beim Sieb guckt man ja jeweils, dass das wirklich super straff sitzt. Aber wie gesagt, fürs Airbrushen sollte das funktionieren. Und das testen wir jetzt aus, und zwar mit diesen beiden. Plus ich will euch auch noch was anderes kurz zeigen. Das mache ich mit dem hier. Ich habe hier von We Are Memory Keepers was zum Ausprobieren bekommen. Das ist dieses Cordless Maker Airbrush. Ich zeige es euch. Ihr werdet merken, dass es mich nicht richtig überzeugt, aber... Ich denke mal, für, ne, wenn man mit Kindern bastelt und sowas macht, die werden daran Spaß haben. Aber ich für mich, das war es jetzt nicht so ganz. Aber naja, hier drin habt ihr so ein kleines Gerät und dann habt ihr Marker. Und das ist genau eines der Themen, warum ich es nicht so super finde. Nämlich das Thema, dass ihr nur eine begrenzte Anzahl an Farben habt. Ne? Also hat halt einfach die drin sind. Ich nehme jetzt mal eins und wir werden das auch ausprobieren, damit ich euch das zeigen kann. Dafür habe ich dieses Element genommen. Ich nehme jetzt extra den schwarzen Stift, weil wir nachher auch mit der Airbrush-Pistole mit Schwarz arbeiten. Dann seht ihr das auch gleich am besten. Ich nehme jetzt hier einfach diesen Kreis und lege den mittig hinten dran. Und mache das hier einfach mal fest. Dass das schön hier drauf liegt. So. Dann kann man hier dieses Teil nehmen, Stiftdeckel weg, den Stift hier reinschieben und... Der guckt vorne nur ein kleines bisschen. Nee, noch nicht mal. Guckt nicht raus. Was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt hier auf diesen, Knopf drauf drücken und dann bläst er quasi wie Luft durch und dadurch wird die Tinte, die im Stift drin ist, wird quasi, kommt hier vorne rausgeschossen und so kann ich... Ich kann es fast nicht, ich bringe es fast nicht über die Lippen. Wie Airbrushen, sagen wir mal so. Und das mache ich jetzt einfach kurz. So, das war es dann auch schon. Die Farbe ist wasserbasiert, von dem her kann ich die Schablone nachher auch wieder auswaschen. Weil man sieht es der Farbe auch an, ne? Diese kleinen Tropfen, die sich bilden. Das zeigt eigentlich, dass es wasserbasierte Farbe ist. Kann ich da die Schablone wegnehmen. Naja, war vielleicht ein bisschen viel Tinte, was ich da drauf gemacht habe.
aber so sieht das Resultat aus. Das kann ich jetzt wieder auswaschen und dann ist es wieder sauber. Ich habe da nur kurz ein bisschen Wasser drüber laufen lassen und der ist auch schon wieder sauber und kann für ein nächstes Projekt verwendet werden. Ich habe gesagt, vielleicht habe ich ein bisschen viel Farbe erwischt. Ich habe eins auch noch mit Rot gemacht, wo ich ein bisschen weniger Farbe drauf gegeben habe. Das sah dann so aus. Ist ein lustiger Effekt, aber naja, sind halt einfach genau nur die Farben. Eben wie gesagt, mit Kindern finde ich das schon witzig, kann man machen. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt mit einer Airbrush-Pistole an. Ich habe hier eine Airbrush-Pistole, die nicht wirklich teuer war. Ich habe die mal bei Cheapo, heißt es die für, das war die damals 100 Franken, gab, habe ich die gekauft. Das Thema ist, ich verwende die eben, wie gesagt, fürs Kuchen dekorieren und für Cookies zu dekorieren. Und deshalb verwende ich die auch nur mit Lebensmittelfarbe. Deshalb werde ich das Beispiel, was ich euch jetzt zeige, mit Lebensmittelfarbe machen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich keine Cookies jetzt gebacken habe und die mitgenommen habe. Ich werde es kurz auf Papier machen, einfach so auf einem Acrylblock, damit ihr das seht, wie es dann funktionieren würde. Wir starten zuerst mit dem Santa. Und deshalb habe ich auch gesagt, es wäre eigentlich einfacher, wenn ich eine durchsichtige Folie hätte. Dann würde ich das auch besser sehen. Aber na, wir versuchen das jetzt einfach mal. Macht da jetzt auch gar nicht viel rein, weil es nur für den Test ist. Und die ist schon verdünnt, die muss man nicht weiter verdünnen. Es gibt solche, die man noch verdünnen muss, solche, die nicht. Und ich mache jetzt gleich den Ton weg, weil da schon eine Geräuschkulisse entsteht. Aber ihr seht ja, wie ich es dann mache. Und ich teste das jeweils zuerst kurz auf einem Papier, damit ich wieder ein bisschen das Gefühl dafür kriege. Gucken wir uns das mal an. Und ihr seht, wie sauber das eben mit einer Airbrush-Pistole wird und wie einfach ihr dann solche Schablonen verwenden könnt. Beim Auswaschen einfach drauf gucken, dass ihr da nicht mit heiß drüber geht, mit heißem Wasser, sondern dass ihr da mit lauwarm drüber geht. Und dann kriegt man die wunderbar wieder sauber. Jetzt nehmen wir noch die andere Schablone, die mit den Herzchen, und machen auch die da drauf. Dann gucken wir uns das an. In der Mitte hat es eine Stelle, wo es ein kleines bisschen verschwommen ist. Was ihr machen könnt, um eben dieses Verschwimmen quasi zu vermeiden, weil das Verschwimmen passiert dann, wenn ich die Luft unter die Schablone quasi drücke. Was ich jetzt mache, ich nehme das eine Teil von meinem quasi Cookie-Halter, lege da einen Siebrahmen drauf, dann die Schablone, und dann das Gegenstück vom Cookie, von diesem Cookie-Halter, ne? Weil so ist es jetzt so, dass das quasi das Sieb da drauf drücken wird und das quasi runter, gleichmäßig runter drücken wird. Das ist noch zu wenig hoch. Tja. Zack. Wie heißt es so schön? Was nicht passt, wird passend gemacht. Und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. So, na,
gucken wir mal, wie das aussieht. Und da seht ihr jetzt im Vergleich, ne? Das war ohne, dass ich noch das Sieb dazwischen gelegt habe. Das war mit dem Sieb. Und hier habe ich absolut schöne Kanten, da ist nichts drunter gelaufen. Also hier den Tipp, ne, ihr könnt zusätzlich, es gibt irgendwo, ich habe das gesehen, dass man das kaufen kann, solches, so ein Sieb, was extra für eben Cookies machen gemacht wurde, erstellt wurde. Ich habe es irgendwo gesehen, wo ich es dann tatsächlich auch kaufen kann. Von dem her dachte ich mir, ich nehme jetzt einfach meinen Siebrahmen. Das kann man jetzt alles einfach kurz auswaschen und dann wieder verwenden. Ne? Jetzt fragt sich der eine oder andere oder die eine oder andere vielleicht, ne, was hat jetzt das bitte schon mit dem Basteln zu tun? Ich habe Lebensmittelfarbe verwendet, weil ich das halt das Gerät nur mit Lebensmittelfarbe verwende und ich halt einfach nur Cookies mache mit der Airbrush oder Torten dekorieren. Es gibt aber sehr viele, die natürlich die Airbrush für andere Sachen verwenden als jetzt mit Lebensmitteln. Und das war auch tatsächlich eine der Fragen, ne, von wegen, was eignet sich fürs Airbrushen. Und deshalb habe ich das auch noch mit eingenommen als Beispiel, weil ich das tatsächlich auf meinem Kanal so gar noch nie gezeigt habe. Also, ne, vielleicht hat das beim einen oder anderen oder bei der einen oder anderen das Interesse geweckt. Aber wie gesagt, ihr könnt diese Schablonen nicht nur fürs Cookies machen oder Cookies dekorieren verwenden, sondern ne, ich habe euch bei der Einleitung, wo ich gesagt habe, was ich für was verwende, na, das könnt ihr für jenste andere Sachen verwenden, ja nicht nur eben fürs Cookies dekorieren. Aber das war es auch schon für heute. Ich hoffe, diese ganze Übersicht, die ich euch gegeben habe, für was, also was für Schabloniermaterialien ich verwende und für was ich die verwende, dass euch das geholfen hat und dass auch das, der kleine Ausflug mit der Airbrush-Pistole euch auch gefallen hat und es auch hilfreich war für euch. Das war's dann auch und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!